This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths of Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ in vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Das ist heute das 7. Video von Stunde der Wahrheit, Bibelstudie mit Jörg, mit dem wir uns immer noch beschäftigen mit dem 1. Kapitel des Römerbriefes, um eben immer noch die Frage zu klären für viele Leute, die das nicht gut verstanden haben oder darüber lernen wollen, ob Sodomie oder wie sie politisch korrekt genannt wird heute, Homosexualität heilbar ist. Da sind wir ja schon ziemlich weit fortgeschritten. Nun habe ich aber diese Woche von meinen beiden Unterstützern aus Frankfurt wieder ein paar Bücher bekommen. Eins der Bücher, das sie mir geschickt hatten, ist ein Kommentar zur Bibel. Sieht sehr interessant aus, habe ich mal kurz reingeschaut und ich muss mich natürlich damit noch ein bisschen beschäftigen. Die ganzen Mitarbeiter, die das hier gemacht haben, die also in diesem Buch mitgewirkt haben, sind da auch mit aufgeführt. Und da muss ich erstmal schauen, was das alles für Leute sind. Aber ich habe gesagt, das dauert mir zu lange, weil ich möchte jetzt in diese 7. Lesung gerne die Analyse des 1. Römerkapitels mit reinnehmen. Und zwar jedoch nur den Teil, über den wir jetzt noch sprechen. Also nicht von Vers 1 an, schon mal gar nicht, das haben wir ja gar nicht so angefangen, aber auch nicht von Vers 15 an, sondern lediglich im Grunde eine Analyse, oder ich lese besser das vor, was in diesem Buch steht, über die Verse 26 bis 32. Da fahren wir dann ja auch gleich in dem Video fort. Der sittliche Zustand des Heidentums, darüber geht es in den Versen 26 bis 32. Die Verderbnis des Gottesdienstes führt zur Verderbnis des Lebens. Das von Paulus gezeichnete Bild lässt sich bei den säkularen Schriftstellern seiner Zeit belegen. Die Zeit war gekennzeichnet von schamloser Rücksichtslosigkeit, vom Zerfall aller gesellschaftlichen Ordnungen und von unaussprechlicher moralischer Dekadenz. Tja, siehe 2018, ne? Ist das so viel anders? Das Urteil Gottes traf unausweichlich alle, die die menschliche Vernunft über die göttliche Offenbarung stellten. Das ist auch nicht anders heute. Dreimal betont Paulus, dass sie Gott dahingegeben hat,
dahingegeben darf nicht nur so verstanden werden, als habe Gott es den Götzenverehrern freigestellt, sich von ihm abzuwenden. Auch nicht nur so, als hätte Gott ihnen seine Gnade entzogen, sondern es handelt sich um einen Strafakt Gottes. Genau das, was ich von Anfang an behaupte und weshalb ich diese ganze Lesung überhaupt erst angefangen habe. Es handelt sich um eine aktive Strafe für schuldhafte Unkenntnis und willentliche Sündhaftigkeit. Das göttliche Urteil ist der Ertrag der selbst ausgestreuten Saat. Die von Gott abgewandte Welt wurde an ihre eigene Lust ausgeliefert. Die Folge sind sexuelle Perversionen und ein verworfener Sinn. Man hat das Wortspiel zu beachten. Gleich wie sie es für nichts geachtet haben, der steht hier noch das griechische Wort edokimanasan, dass sie Gott erkannten, hat sie auch Gott dahingegeben in verworfenem Sinn. Adokimon, ein Nomen. Das heißt, gleich wie diese törichten und perversen Götzendiener Gott missbilligten, so hat auch Gott sie dahingegeben an ein von ihm missbilligtes Gewissen. Den Punkt habe ich ja, glaube ich, in der letzten Sendung auch schon deutlich hervorgebracht. Liest man diese beängstigende Auflistung menschlicher Verirrungen, dann geht einem auf, was geschieht, wenn der Mensch Gott vom Thron stößt und sich selbst zum Zentrum seines Lebens macht. Genau das, was Luzifer im Himmel wollte mit seiner Rebellion. Lest darüber Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15. Seine Verpflichtung anderen gegenüber erkennt der Mensch nicht und nutzt ihren Besitz und selbst ihre Leiber aus, um seine eigenen Wünsche zu befriedigen. Und über Vers 32 wird noch geschrieben, die oben verurteilten Sünden sind nicht die Folge davon, dass man plötzlich von der Versuchung übermannt wird. Bewusst hat man sich ihr hingegeben und bewusst zieht man andere ebenfalls hinein. Sei es, dass man sie daran beteiligt, sei es, dass man ihre Sünde gutheißt, das Urteil des Paulus trifft sowohl den Täter als auch den Zuschauer, der zustimmend nickt und sich an dem ergötzt, was er beim anderen beobachtet oder von ihm hört. Na also, den letzten Satz, den kann ich ja nicht unkommentiert lassen. Kennt ihr den Film Angeklagt mit Jodie Foster, wo sie in diesem Café vergewaltigt wird und die Vergewaltiger zwar nicht belangt werden, aber in einem späteren Prozess mit Kelly McGillis, die die Anwältin von ihr spielt, diejenigen verurteilt werden, die zu der Vergewaltigung angestiftet haben, die dazu gejohlt haben. Ja? Wenn ihr den Film euch nicht erinnert, dann solltet ihr den mal schauen. Der ist in der Hinsicht gar nicht mal so schlecht. Ein gutes Lehrbeispiel über das, was Paulus hier ja im Römerbrief uns eben auch lehrt. Und da geht es ja drum. Eine Lehre, dass wir etwas lernen. So. Die Kommentare zu der Bibel, das war soweit ganz interessant. Aber jetzt gehen wir zurück dahin, wo wir weitermachen wollen, nämlich in dem Römerbrief von Karl Olof Rosenius, wo wir angekommen sind in den Versen 6 und 27. Dann wollen wir mal eben auch die Verse 6 und 27 aufschlagen in der Bibel, und zwar in der Schlachterbibel 2000, wie immer. Und da lesen sich die Verse 6 und 27 folgendermaßen. Zur Einstimmung wiederhole ich das nochmal eben. Und zwar so, wie es in der Schlachterbibel steht, nicht wie es hier im Buch steht. Und dann machen wir mit der Analyse weiter. Die Bibel sagt, darum hat sie Gott auch dahin gegeben in entehrende Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Und über das Darum, mit dem Vers 26 anfängt, haben wir ja nun schon reichlich gesprochen. Und auch eben in der Bibelanalyse, in den Kommentaren zur Bibel, kam das ja auch zur Sprache. So weit und so gut. Jetzt lesen wir weiter. Was hat Karl Olof Rosenius zu diesen beiden Versen im ersten Römerbrief zu sagen? Und was habe ich da zuzufügen?
Dieses unnatürliche Heidengräuel, das hatte ich ja letztes Mal auch schon vorgelesen, ne? Ein wunderbarer Ausdruck für die Sache, über die wir eben sprechen. Sodomie, oder wie das heutzutage modern heißt, LBGTTI, diese ganze schwulen, Lesben, Transgender, Transsexuelle, Intersexuelle Bewegung ist ein unnatürliches Heidengräuel. Dieses unnatürliche Heidengräuel, auf welches insbesondere das Wort des Apostels in Epheser Kapitel 5, Vers 12 angewendet werden muss, Zitat, was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch schändlich zu sagen, Ende Zitat, ist nicht nur in Sodom, sondern auch unter den gebildetsten Heiden getrieben worden, wie zum Beispiel unter den Griechen und Römern, deren ausgezeichnetsten Dichter, die die höchste Bildung ihres Volkes besitzen sollten, selbst keine Scham empfanden, ihre Gedichte mit dieser Unreinigkeit zu besudeln. Bis zu einem solchen Grade sind sie zu Narren geworden, als sie sich für weise hielten. Der große, majestätische Gott. Angemessenere Strafe konnte er denjenigen nicht auferlegen, die in ihrer eingebildeten Weisheit seine Wahrheit verachteten, als dass er sie vollständig zu Narren machte. So, dass als sie das Bild Gottes zu einem Bilde des armen Menschen, Papst, und der Tiere herabwürdigten, sie sich auch selber tiefer als das Vieh erniedrigten, indem sie mehr als tierische Gelüste und Laster betrieben. Darum sagt auch der Apostel, Zitat, sie haben den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an ihnen selbst empfangen. Ende Zitat. So pflegt der große Gott mit den Menschen zu handeln, wie er spricht. Wer mich ehret, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Erstes Buch Samuel, Kapitel 2, Vers 30. Aber sind nur die Heiden in dieser Weise zu Schanden geworden und in die Macht ihrer Lüste dahingegeben? Sind nicht auch in der Christenheit Spuren der nämlichen Strafgerichte Gottes über seine Verächter vorhanden? Viele schauerliche Entdeckungen oder Geständnisse verraten, dass selbst unter denjenigen, die auf den Namen Jesu getauft sind und das Sakrament seines Leibes und Blutes annahmen, solche vorhanden sind, die in eben demselben Heidengräuel liegen. Und, was am bedenkenswertesten ist, dies nicht nur unter den verwahrlosesten und rohesten, sondern der große Gott lässt auch seine gelehrten und sogenannten gebildeten Verächter in denselben Schmutz versinken. Das ist eben das Merkwürdigste und ein entsetzenerregender Beweis von dem darin liegenden Strafgericht Gottes. Denn wenn die Menschen nur in den gewöhnlichen, natürlichen Sünden leben, dann kann man dies nur dem Fall des Menschen zuschreiben. Wenn aber Gräuel, vor denen das natürliche Gefühl des Sünders Ekel empfindet, zur Herrschaft über vernünftige, ja gebildete Menschen gelangen, dann muss man den schrecklichen Rächer darin sehen, dann muss man sehen, dass es ein Strafgericht ist. Ist jedoch dieses Dahingegebenwerden in schändliche Lüste schon eine Gottesstrafe, so ist es doch nur ein Vorakt zu etwas Schlimmerem, welches kommen wird, sofern nicht eine ganze Buße, also eine Umkehr zu Gott und Versöhnung mit Gott, dazwischen kommt. Wie wir nachlesen können im dritten Buch Mose, Kapitel 20, Vers 13. Nun ist dies ein Bibelstudium-Video, eine Bibelstudium-Video-Serie. Und dann finde ich es in diesem Punkt angemessen, das ist zumindest meine Meinung und ich hoffe, ihr stimmt mir zu, dass wir hier nicht nur hier und da andere Stellen aus der Bibel zitieren sollten, die den Punkt, den Paulus hier im Römerbrief macht, deutlich machen, sondern dass wir dann vielleicht sogar manchmal das ganze Kapitel lesen. Und das dritte Buch Mose, das ist so ein Buch, von dem ich absolut der Überzeugung bin, dass wir hier, also das ist Levitikus, ne, da geht es um die Priesterschaft, was wird den Priestern hier gelehrt, was wird denen gesagt, dass wir hier das ganze Kapitel lesen. Und das werde ich jetzt auch tun, aus der Schlachterbibel. Also Levitikus, drittes Buch Mose, Kapitel 20, unter dem Titel Strafen für Götzendienst und Unzucht.
Paulus sagt in Römer nichts Neues. Über diese Strafen für Götzendienst und Unzucht, das kommt bereits in Levitikus vor im Alten Testament. Gerade nachdem Israel über die Grenze ins Heilige Land gegangen ist, warnt Gott davor, was die Strafen für Götzendienst und Unzucht sind. In Römer wird es nochmal auf eine andere Art und Weise erklärt. Das ist ja überhaupt der ganze Sinn dieser Lesung. Aber wir lesen jetzt hier in Levitikus tatsächlich unter dem Titel Strafen für Götzendienst und Unzucht in Kapitel 20. Die Bibel sagt: Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage zu den Kindern Israels, wer von den Kindern Israels oder den Fremdlingen, die in Israel wohnen, eines von seinen Kindern dem Moloch gibt, der soll unbedingt getötet werden. Das Volk des Landes soll ihn steinigen. Und ich will mein Angesicht gegen einen solchen Menschen setzen und ihn ausrotten mitten unter seinem Volk, weil er dem Moloch eins von seinen Kindern gegeben und mein Heiligtum verunreinigt und meinen heiligen Namen entheiligt hat. Und wenn das Volk des Landes absichtlich seine Augen davor verschließt, dass ein solcher Mensch eines von seinen Kindern dem Moloch gegeben hat, so dass es ihn nicht tötet, so werde ich mein Angesicht gegen jenen Menschen und gegen seine Familie richten und ihn und alle, die ihm nachhurten, um mit dem Moloch Hurerei zu treiben, aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Auch wenn sich eine Seele zu den Geisterbefragern und Wahrsagern wendet, um ihnen nachzuhuren, so will ich mein Angesicht gegen diese Seele richten und sie ausrotten aus der Mitte ihres Volkes. Darum heiligt euch und seid heilig, denn ich, der Herr, bin euer Gott. Darum haltet meine Satzungen und tut sie, denn ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, der soll unbedingt getötet werden. Er hat seinem Vater oder seiner Mutter geflucht, sein Blut sei auf ihm. Wenn ein Mann mit seiner Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Wenn ein Mann bei der Frau seines Vaters liegt, so hat er die Scham seines Vaters entblößt. Sie sollen beide unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Wenn ein Mann bei seiner Schwiegertochter liegt, so sollen sie beide unbedingt getötet werden. Sie haben eine schändliche Befleckung verübt. Ihr Blut sei auf ihnen. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen. Und sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Wenn ein Mann eine Frau nimmt und ihre Mutter dazu, so ist das eine Schandtat. Man soll ihn samt den beiden Frauen mit Feuer verbrennen, damit keine solche Schandtat unter euch sei. Wenn ein Mann bei einem Tier liegt, so soll er unbedingt getötet werden und das Tier soll man umbringen. Wenn eine Frau sich irgendeinem Tier naht, um sich mit ihm einzulassen, so sollst du die Frau töten und das Tier auch. Sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. Wenn ein Mann seine Schwester nimmt, die Tochter seines Vaters oder die Tochter seiner Mutter, und ihre Scham sieht und sie sieht seine Scham, so ist das eine Schande. Sie sollen ausgerottet werden vor den Augen der Angehörigen ihres Volkes. Er hat die Scham seiner Schwester entblößt, er soll seine Schuld tragen. Wenn ein Mann bei einer Frau liegt zur Zeit ihres Unwohlseins und ihre Scham entblößt und ihre Quelle aufdeckt, während sie die Quelle ihres Blutes entblößt, so sollen beide ausgerottet werden aus der Mitte des Volkes. Die Scham der Schwester deiner Mutter und die Scham der Schwester deines Vaters sollst du nicht entblößen, denn wer dies tut, hat seine Blutsverwandten entblößt. Sie sollen ihre Schuld tragen. Wenn ein Mann bei der Frau des Bruders seines Vaters liegt, dann hat er die Scham seines Onkels entblößt. Sie sollen ihre Sünde tragen, sie sollen kinderlos sterben. Wenn ein Mann die Frau seines Bruders nimmt, so ist das eine Unreinheit. Sie sollen kinderlos bleiben, weil er die Scham seines Bruders entblößt hat.
So haltet nun alle meine Satzungen und meine Rechte und tut sie, damit euch das Land nicht ausspeit, in das ich euch führe, damit ihr darin wohnen sollt. Und wandelt nicht nach den Satzungen der Heiden, die ich vor euch her ausstoßen werde, denn alle jene Dinge haben sie getan, und deshalb habe ich sie verabscheut. Euch aber habe ich gesagt, ihr sollt ihr Land in Besitz nehmen, denn ich will es euch zum Erbe geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch von den Völkern abgesondert habe. So sollt ihr nun auch das reine Vieh vom Unreinen unterscheiden und die unreinen Vögel von den reinen, und ihr sollt euch selbst nicht verabscheuungswürdig machen durch Vieh, Vögel und alles, was sich auf dem Erdboden regt, was ich euch als unrein abgesondert habe. Sondern ihr sollt mir heilig sein, denn ich, der Herr, bin heilig, der ich euch von den Völkern abgesondert habe, damit ihr mir angehört. Wenn in einem Mann oder einer Frau ein Geisterbefrager oder Wahrsagergeist ist, so sollen sie unbedingt getötet werden. Man soll sie steinigen, ihr Blut sei auf ihnen. Soweit Kapitel 20. Ich muss hier aber gleich nochmal zurückgehen in einen Vers, den wir gerade eben gelesen haben, den ich sehr, sehr wichtig finde, persönlich. Vers 23. Und wandelt nicht nach den Satzungen der Heiden, die ich vor euch her ausgestoßen habe, die ich vor euch her ausstoßen werde. Denn alle jene Dinge haben sie, die Heiden, getan. Und deshalb habe ich die Heiden verabscheut. Und das bringt uns jetzt zurück zum Brief der Römer. Dieser Vers 24, der hier jetzt bei Rosenius nicht erwähnt wurde, der hatte nur Vers 13 erwähnt, der liest, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen und sie sollen unbedingt getötet werden, ihr Blut sei auf ihnen. Aber ich persönlich finde halt Vers 23 noch viel wichtiger, in dem steht, und wandelt nicht nach den Satzungen der Heiden, die ich vor euch her ausstoßen werde. Denn alle jene Dinge haben sie getan, und deshalb habe ich sie verabscheut. Wie hatten wir unsere Lesung gerade noch begonnen? Dieses unnatürliche Heidengräuel. Und wenn man sich halt mit den Heiden vermischt, dann wird man auch die Tradition und sonstige Rituale der Heiden annehmen. Das ist Israel immer und immer wieder passiert im Alten Testament und das passiert dem Israel im heutigen Testament auch. Das Israel, das geistige Israel, das ist das Israel, das gottesfürchtig ist, das Jesus folgt und seinem Gesetz treu ist und seinem Gesetz und ihm folgt. Ja? Das geistige Israel nenne ich es mal, sonst verwechseln wir das noch mit dem Staat da im Nahen Osten und der hat da nichts mit zu tun, das habe ich ja schon öfter genug angeholt. Aber der Punkt, den Gott hier macht im Levitikus Kapitel 20, Vers 23, was ich gerade vorgelesen hatte, passt so wunderbar zu dem ersten Satz, den ich heute vorgelesen hatte, dieses unnatürliche Heidengräuel. Da muss ich nämlich auch nochmal dem Bibelkommentar, den ich gelesen hatte, ein wenig widersprechen. Diese Dinge, oder dem, was Karl Olof Rosenius hier gerade geschrieben hatte, diese Dinge passieren nicht in der Christenheit. Ja? Er sagte ja, sind nicht auch in der Christenheit Spuren der nämlichen Strafgerichte Gottes über seine Verächter vorhanden? Ja? Christenheit, da müssen wir mal eben sehen, da müssen wir, glaube ich, den Unterschied machen zwischen Katholizismus und Christenheit. In der Christenheit gibt es keine Sodomie, weil sonst ist es nicht Christentum. Ja? Es gibt keine sodomitischen Christen. Das kann einfach nicht. Wenn ein Christ sich definiert als ein bibeltreuer Mensch, ein gottesfürchtiger Mensch, fürchtig an den Sohn, fürchtig an den Herrn, den Vater, und die Bibel glaubt, folgt und lebt, dann kann man kein Sodomit sein. Exodus Kapitel 20, Vers 4, 5 und 6, ja, über die Bildnisse. Ein wirklicher Christ macht das nicht. Aber oftmals wird natürlich in unserer Welt, in der wir leben, dass der Katholizismus mit Christentum verwechselt, ja, oder dafür ausgegeben. Und da kann das natürlich schon.
Also immer vorsichtig sein bei dem, was ich hier lese, dass ihr das bitte richtig versteht. Ja? In der Christenheit fällt so etwas nicht vor. Dann ist jemand ein heuchlerischer Christ. Und davon gibt es ja nun mehr als genug. Ja? Es soll ja sogar selbst Sodomiten geben, die sich selbst als Christ bezeichnen. Ja, das kann doch nur, weil sie keine Ahnung haben, was ein Christ wirklich ist. Sonst würden sie das gar nicht tun. Aber fahren wir fort. Doch der Apostel, sagt Rosenius hier, zählt ferner ein ganzes langes Verzeichnis heidnischer Sünden her und wiederholt noch einmal die Ursache, indem er sagt, und dann gehen wir hier in die Verse 28 und so weiter rein, da muss ich mal eben hier zurückgehen in meine Online-Bibel, dass ich hier dann die richtigen Verse habe, da lesen wir, und gleich wie sie nicht geachtet haben, das ist jetzt die Version aus dem Buch, ja, und gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkenneten, hat sie Gott auch dahin gegeben, in verkehrten Sinn zu tun, das nicht taugt. Voll alles Ungerechten, Hurerei, Schalkheit, Geizes, Bosheit, voll Hasses, Mords, Haders, List, giftig, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, Hoffärtige, Ruhmrätige, Schädliche, den Eltern Ungehorsame, Unvernünftige, Treulose, Störrige, Unversöhnliche, Unbarmherzige. Kräftig, ja? Das lesen wir in den Versen 28 bis 31. Und in der Schlachterbibel steht geschrieben, und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Von dem, was ich jetzt gerade hier aufgezählt habe, wie es in der Schlachterbibel steht und wie es in der Originalversion hier im Buch steht, was aus der Lutherbibel ist, können wir deutlich Parallelen ziehen zu dem Buch Levitikus, Kapitel 20, was ich gerade vorgelesen hatte. Erinnert ihr euch? Da ging es doch auch um einige der hier genannten. Vor allen Dingen fällt das auf bei den Eltern ungehorsam. Ne? Das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Ja? Das wurde in Levitikus auch bereits angesprochen. Ja? Also, wir sehen, wie die Bibel wunderbar sich selbst erklärt und auch immer wieder vorherig gesagte Dinge auf eine andere Art und Weise wiederholt, um einen Punkt wirklich deutlich zu machen. Gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkenneten, hat sie Gott auch dahin gegeben, in verkehrten Sinn zu tun, das nicht taugt. Oder zu verüben, was sich nicht geziemt, je nachdem, welche Version wir lesen. Und was geziemt sich nicht? Alles das, was nicht von Gott geschaffen, was nicht von Gott ordiniert, befohlen und geboten ist, das ziemt sich nicht. Und von daher ziemt sich Sodomie nicht. Und von daher ist Sodomie die Rache Gottes für das Übertreten des zweiten Gebotes. Aber fahren wir fort und sehen, was Rosenius hierzu sagt. Sie haben nicht geachtet, dass sie Gott erkenneten. Eigentlich, sie beliebten nicht, Gott festzuhalten in ihrer Erkenntnis. Also wiederum dasselbe, was zuvor gesagt wurde, dass eine Erkenntnis von Gott ihnen gegeben war, die sie aber zu behalten und zu befolgen nicht wert achteten, sondern dieselbe im Gegenteil in Ungerechtigkeit aufhielten, also unterdrückten. Solches ist stets die Ursache des Gerichts. Darum hat sie Gott auch dahin gegeben in verkehrten Sinn. Das Wort des Grundtextes für verkehrten Sinn bezeichnet einen solchen Sinn, der zu einer gesunden Schlussfolgerung nicht fähig ist, der die Gegenstände weder beurteilen noch unterscheiden kann. Und da
sagt er in einer Fußnote etwas sehr Interessantes. Das Wort bedeutet auch haltlos, missbilligt oder verworfen. Ne? Also wir reden hier über den verkehrten Sinn. Ja? Bedeutet haltlos, missbilligt, verworfen. Es ist nicht von demselben Stammwort genommen, wie das soeben vorher gebrauchte für nicht geachtet, nicht wertvoll gehalten. Der Apostel hat in diesem Worte selbst, das er hier wählte, die Wiedervergeltungsart Gottes ausgedrückt. Sie haben nicht versucht, nicht wert geachtet, die Wahrheit Gottes festzuhalten. Und Gott hat ihnen einen Sinn gegeben, der nicht mehr zu prüfen vermag. Oder aber einen haltlosen, der schon als verwerflich erprobt ist. Herr, bei den Verkehrten bist du verkehrt. Psalm 18, 27 und 81, 13. Damit kann man das vergleichen. Ganz wichtiger Punkt. Und wie stark hat solches sich in den heidnischen Torheiten erwiesen? Zu tun, das nicht taugt, wie wir nun teils betrachtet haben und wovon wir hier jetzt weitere Beispiele folgen lassen. Tja, ich möchte nur mal eben an diesen berühmten Satz erinnern, den jeder ja wohl kennt. Wasser predigen und Wein saufen. Denkt da mal drüber nach, wie das hiermit in Einklang zu bringen ist. Wie stark hat solches sich in den heidnischen Torheiten erwiesen, zu tun, das nicht taugt? Ha. Also, Wasser predigen und Wein saufen. Voll alles Ungerechten, voll oder angefüllt. Das bezeichnet, dass die Sünden und Laster, die jetzt hierher gezählt werden, unumschränkt bei ihnen herrschen, ohne das Gegengewicht oder den Widerstand einer besseren Gesinnung. Es war nichts anderes als Sünde und Ungerechtigkeit. Sowohl ihr Herz wie auch ihr Lebenswandel war damit angefüllt. Und hier zählt nun der Apostel eine Menge verschiedener Stücke dieses Ungerechten her. Hurerei. Hier wird dieses Wort in seiner weit ausgedehntesten Bedeutung genommen, indem es alle Grade und Formen der Sünde gegen das siebte Gebot bezeichnet. Wir wissen auch, dass die Heiden nicht nur stets dieses Laster für unschuldig hielten, sondern dass auch noch heute dieses Gräuel, kläglich zu sagen, in vielen Heidenländern ein Teil ihres Götzendienstes bildet. So, und hier muss ich die Lesung eben mal kurz unterbrechen, um da ein wenig drauf einzugehen, was ich gerade eben gelesen habe. Dieser eine Satz hier, der hat es mir ganz besonders angetan. Ich musste dann nämlich auch das sechste Gebot streichen und das siebte einsetzen, weil die Zählung in diesem Buch basiert auf dem falschen Katechismus von Luther. Da habe ich ja schon Videos drüber rausgebracht, wo das erste und zweite Gebot zusammengefügt sind und das neunte und das zehnte im Grunde getrennt ist in zwei. Also da übernimmt Luther die falsche katholische Lehre und deswegen musste ich hier das Gebot anpassen. Hier, schreibt der Autor, wird dieses Wort in seiner weit ausgedehntesten Bedeutung genommen, ja, indem es alle Grade und Formen der Sünde gegen das siebte Gebot bezeichnet. Was ist das siebte Gebot? Du sollst nicht Ehe brechen. Dazu müssen wir aber verstehen, dass jeder Sex außerhalb der Ehe, und dann spreche ich immer über Sex mit einer anderen Person, lass das jetzt eine vom anderen Geschlecht sein oder eine vom gleichen Geschlecht, das spielt in der Hinsicht noch nicht mal eine Rolle. Sex mit sich selber kann man ja nicht haben, ne? Masturbation ist keine Sünde, ne? Nur mal eben so nebenbei. Es gibt ja auch Leute, die meinen, weil Onani von dem Onan kommt, das ist Sünde. Aber die sollten die Bibel an der Stelle nochmal gut durchlesen und verstehen, warum Onan vom Gott getötet wurde. Es war nämlich nicht, weil er masturbierte, sondern weil er eine versprochene Saat der Frau vorenthalten hat. Das war ein anderes Vergehen. Ne? Also, Sex ist immer eine sexuelle Handlung mit einer anderen Person. Ob sie jetzt, und das lasse ich jetzt mal eben hier vollkommen außen vor, das hat nämlich hiermit nichts zu tun, ob sie jetzt eine Person des anderen Geschlechts beinhaltet oder eine Person desselben Geschlechts beinhaltet, also Sodomie zu Sodomie führt, ist in diesem Sinne vollkommen egal. Jede sexuelle Handlung außerhalb der von Gott ordinierten Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, und zwar ständig derselbe Mann mit derselben Frau und dieselbe Frau mit demselben Mann, jeder Sex außerhalb dieser Gemeinschaft ist Ehebruch, ist Hurerei.
so wie das auch genannt wird. Hurerei. Hier wird dieses Wort in seiner weit ausgedehntesten Bedeutung genommen, indem es alle Grade und Formen der Sünde gegen das siebte Gebot bezeichnet. Du sollst nicht ehebrechen. Das heißt, jede sexuelle Handlung, die ich begehe, die außerhalb der von Gott ordinierten Ehe liegt, ist Hurerei und damit Bruch des siebten Gebotes. Und wenn ich ein Gebot breche, dann ist der Lohn für das Brechen des Gebotes der Tod. Nun, um das auch mal eben deutlich zu sagen, mit dem Tod ist der wirkliche Tod gemeint, nicht der weltliche Tod. Jeder Mensch, der hier auf dieser Erde lebt, weiß, dass er sterben muss. Und Jesus Christus hat ganz deutlich erklärt, dass dieser Tod kein Tod ist, sondern nur ein Schlaf. Und dann kommt die Auferstehung und dann kommt entweder die Verurteilung oder die Belohnung, besser gesagt, fürs ewige Leben oder die Verurteilung in die Hölle. Und das ist der zweite Tod und das ist der ewige Tod und das ist der Tod, von dem wir sprechen. Also, das Übertreten des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist Tod. Tod nicht in dieser weltlichen Welt, weil sterben tun wir alle, das ist ein ganz anderer Grund, weil der Tod wurde in die Welt gebracht durch den Fall des Menschen. Aber wenn der Lohn der Sünde der Tod ist, dann sprechen wir immer von dem zweiten Tod. Und diesen Tod kann ich nur entgehen, wenn ich Jesus Christus habe. Wenn ich Jesus Christus angenommen habe und wenn ich ihm folge, meinem Hirten, seine Stimme höre und seine Gebote befolge. Auch das siebte Gebot, das eben hier, wollen wir mal eben sagen, in seiner weitausgehendsten Bedeutung genommen, Hurerei bedeutet. Ja? Ein Brechen dieses siebten Gebotes, wenn ich nicht in Jesus Christus gerettet bin, verurteilt mich zum Tod. Wir wissen auch, fährt der Autor fort, dass die Heiden nicht nur stets dieses Laster für unschuldig hielten, also Hurerei, Ehebruch, sondern dass auch heute noch dieses Gräuel, kläglich zu sagen, in vielen Heidenländern einen Teil ihres Götzendienstes bildet. So, und jetzt versucht mir mal ein bisschen zu folgen. Die Gesellschaft, in der wir leben, da ist es abnormal, wenn man sich sexuell enthält. Vor allen Dingen als junger Mensch, wenn man seine, zwischen Anführungszeichen, Jungfernschaft bewahren will, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau ist. Inzwischen ist es doch beinahe schon so weit, dass wer mit 14 nicht bereits mit Mädchen geschlafen hat als Junge, dass der veräppelt wird. Oder 16 macht das vielleicht auch noch sein, wie es früher auch schon war. Sex außerhalb der Ehe ist die Norm. Alles andere ist abnorm. Wieder eine totale Umdrehung des Wortes Gottes. Diese ganze Diskussion über Abtreibung muss man doch überhaupt nicht führen, wenn man sich an Gottes Gesetze hält. Weil wenn man sich an Gottes Gesetze hält, dann gibt es Sex nur innerhalb der Ehe und dann werden die schon aufpassen, ob sie Kinder machen oder nicht Kinder machen, wenn sie Sex miteinander haben. Und wenn sie Kinder machen, dann machen sie Kinder. Dann folgen sie Gottes Gebot, seid fruchtbar und mehret euch. Aber Ehebruch führt immer zu Problemen. Und wenn wir jetzt davon sprechen, ja Abtreibung, wie komme ich jetzt auf Abtreibung? Denkt doch mal an die ganzen jungen Frauen. Mädchen von 14 bis in die jungen 20er Jahre hinein, die unverheiratet sind, die sogenannten alleinerziehenden Frauen. Ja? Hauptsächlich sind es ja die Frauen, bei denen die dann geborenen Kinder bleiben, wenn sie nicht abgetrieben werden. Alleinerziehende Frauen würde es in einer christlichen Gemeinschaft unter Gott überhaupt nicht geben, weil es keinen Sex außerhalb der Ehe geben würde. Nee, ich bin kein Spielverderber, sucht euch die richtige Frau und habt damit Spaß und dann ist gut. Aber wenn man Sex außerhalb der Ehe macht, so wie Gott sie vorgeschrieben hat, dann kriegt man die Strafe dafür. Und dann kommt man in Gewissenskonflikte. Muss ich mein Kind jetzt abtreiben? Wie? Leben kann doch nur derjenige nehmen, der Leben gibt. Wer gibt denn Leben? Gott. Also jeder, der Leben nimmt und nicht Gottes, handelt schon mal sündhaft. Der tötet. Ja? Abtreibung ist Töten. Ein Verstoß gegen das sechste Gebot. Du sollst nicht töten. Ja, das klingt fundamentalistisch. Das ist es auch. Aber ohne Regeln, an die sich jeder hält, kann man nicht leben. Und deswegen hat Gott uns diese Regeln gegeben. Und er hat gesagt, wenn ihr unter meiner Ägide leben wollt,
Wenn ihr ewig leben wollt und wenn ihr richtig leben wollt, wenn ihr in Freude leben wollt, weil wir einander respektieren und niemand einem schadet, dann müsst ihr euch an meine Gebote halten. Genau so ist das. Und die Welt, in der wir heute leben, und ich meine, Rosenius sagt das hier Mitte der 1860er Jahre, ja, wo er sagt, heute ein Teil dieses Kreuz, kläglich zu sagen, in vielen Heidenländern einen Teil ihres Götzendienstes bildet, nicht nur in Heidenländern, auch in allen sogenannten christlichen Ländern, weil diese christlichen Länder hauptsächlich katholisch sind und Katholizismus ist kein Christentum. Wieder mal ein Beweis dafür. Ja? Und was ist dem Papst seine Haltung zur Abtreibung? Ja, viele wissen das nicht, aber die Antibabypille, als die erfunden wurde von einer französischen Firma, kam damals heraus, dass der größte Anteilbesitzer, also wie nennt man das in deutschen Aktien, ne? Der größte Aktienbesitzer dieser Firma war der Vatikan. Von der Antibabypille, ja, zur Verhütung von Kindern zu machen. Warum gibt es denn diese ganze Verhütung überhaupt? Wenn man nicht außerhalb der Ehe Sex haben würde, wäre es doch gar nicht nötig. Ah, da muss man wirklich mal drüber nachdenken. Rosenius sagt hier, in vielen Heidenländern ist das ein Teil des Götzendienstes. Das ist es auch heute noch. Und heute mehr denn je. Und ganz sicher dann, wenn wir das noch ins Extreme treiben und zu dieser LBGTTI-Bewegung kommen oder wie auch immer man das nennen will. Diese Bewegung zu Sodom und Gomorra als normal anzusehen. Normal, das heißt von Gott ordiniert. Gott hat Sodom und Gomorra nicht ordiniert. Gott hat Sodom und Gomorra gestraft und er wird es wieder tun. Und wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir sein wollen. Entweder folgen wir seine Gesetze, alle Gesetze, oder nicht. Ja? Und wenn man da mal aus diesem Verständnis nach, aus diesem biblischen Verständnis darüber nachdenkt, dann ist gar keine Frage, welche Einstellung man zur Abtreibung haben sollte. Welche Einstellung man zu Sex außerhalb der Ehe haben sollte. Ist das jetzt vor der Ehe oder ist das nach der Ehe? Also wenn man schon mal verheiratet war und danach dann weiter rumhurt, ist ja wurscht. Jeder Sex außerhalb der Ehe eines Mannes mit immer derselben Frau und einer Frau immer mit demselben Mann, jeder Sex außerhalb davon ist Hurerei. Und Karl Olof Rosenius macht den Punkt natürlich in diesem Buch nicht so deutlich, wie ich ihn hier gesprochen in einem Video machen kann. Ich hoffe nur, dass die Leute es endlich verstehen. Und dabei ist vollkommen egal, ob sie jetzt noch eine weitere Sünde hinzufügen, durch Mann mit Mann und Frau mit Frau zu liegen, oder ob Mann mit Frau liegt oder Frau mit Mann, die nicht verheiratet sind. Das ist die ganz große Sünde. Ja? Und ich habe da eine persönliche Erfahrung drüber, über die ich jetzt nicht sprechen möchte, aber ich habe damals die Konsequenzen aus der Beziehung gezogen und habe gesagt, keine Heirat, dann kein Sex. Und daran ist die ganze Beziehung zugrunde gegangen. Das war auch nicht ganz mein, also da war ich auch nicht ganz fehlerlos drin, das will ich ja ganz ehrlich zugeben. Ich habe mich da ja auch damals noch in was reingesteigert. Aber ja, man lernt eben weiter, ne? Aber wir waren ja mit Zweien. Jedenfalls ganz, ganz wichtig. Hurerei. Hier wird dieses Wort in einer weit ausgedehntesten Bedeutung genommen, indem es alle Grade und alle Formen der Sünde gegen das siebte Gebot, du sollst nicht ehebrechen, bezeichnet. Wir wissen auch und haben gerade eben ganz deutlich nochmal festgestellt, dass die Heiden nicht nur stets dieses Laster für unschuldig hielten, auch Sex vor der Ehe ist ja gar nicht so wild, sondern dass auch noch heute, und Olof Rosenius spricht hier von 1860er Jahre, ich spreche von 2018 und in den letzten 150 Jahren ist in der Hinsicht überhaupt nichts verändert, dass auch noch heute dieses Gräuel, so kläglich es ist, dies sagen zu müssen, in vielen Heidenländern und vielen sogenannten christlichen Ländern ein Teil des Götzendienstes bildet. So gänzlich frei herrscht der Teufel unter den Heiden. Der nächste angeführte Punkt. Schalkheit.
Das ist jene bosheitsvolle Schlechtigkeit der Gesinnung, wodurch man danach trachtet, anderen Schaden zu tun, aus keinem anderen Grunde als den der Schadenfreude selbst. Geiz. Oder dass der Mensch von einer Begierde nur zu gewinnen und zu besitzen beherrscht und getrieben wird, ohne Rücksicht auf das wirkliche Bedürfnis für die Lebenslage, in die man gestellt ist. Das Wort des Grundtextes ist hergeleitet von den Wörtern mehr und haben. Mehr zu haben ist das Gelüst des Geizes. Selber zu besitzen und zu gewinnen ist das Ziel des Geizigen. Darum sagt auch der Apostel bedeutungsvoll: Der Geiz ist Abgötterei. Bosheit. Das ist eine niedrige Gesinnung, die gern Unrecht und Rache ausübt. Voll Hasses, buchstäblich voll von Neid. Neid, das ist der Geist der Finsternis im Menschen, dass er, so weit entfernt davon, seinen Nächsten zu lieben wie sich selber, im Gegenteil ein Leiden durch die Vorzüge oder das Wohlergehen anderer hat. Mord. Bemerkenswert ist es, dass Neid und Mord im Grundtexte mit so ähnlichen Worten bezeichnet sind, weil in der Ähnlichkeit des Namens selbst die Verwandtschaft angedeutet wird, die im Begriffe stattfindet. So hat auch Christus das 6. Gebot erklärt, dass ein Herz, das seinen Nächsten nicht lieb hat, sondern zornig wird und hasst, Mord begeht, wie wir in Matthäus Kapitel 5 Vers 22 und vergleichend auch noch in 1. Johannes 3, Vers 15 nachlesen können. Matthäus 5, 22 bis 25. Es steht geschrieben: Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich nicht dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Das war Matthäus 5, 2 bis 25 und dann noch 1. Johannes 3 bis 15. 1. Johannes Kapitel 3, ja, das kann ja nicht stimmen hier, 1. Johannes 3, 15. 1. Johannes, achso, ja, hier ist das, ich war zu weit. Kapitel 3, Vers 15 lautet: Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Ende Zitat. Aus der Schlachter 2000, jetzt mal eben rausgenommen. Weil in dem Zusammenhang doch wichtig, dass wir auch diese Verse eben lesen. Ich wiederhole nochmal. So hat auch Christus das 6. Gebot erklärt: Du sollst nicht töten. Dass ein Herz, das seinen Nächsten nicht lieb hat, sondern zornig wird und hasst, Mord begeht. Zudem ist auch das Leben der Heiden mit tatsächlichem Mord angefüllt. Hader, das ist Wortstreit um eitler Ehre und nicht um der Wahrheit willen. List, wenn man unter dem Schein der Ehrlichkeit seinen Nächsten zu betrügen sucht. Giftig, oder eigentlich Mursen, Unart, Ungezogenheit, Hinterlist. Ohrenbläser, eigentlich Zischler. Das sind solche, die in geheimer Vertraulichkeit etwas Böses von ihrem Nächsten berichten, ohne irgendwelche Liebesabsicht, nur aus Neigung zur Klatschsucht. Eine der giftigsten Art und Weisen, den Nächsten seines guten Namens und Rufes zu berauben, denn während der geheime Verleumder selber der Unannehmlichkeit der Verantwortlichkeit entgeht, ist der Verleumdete nicht in der Lage, sich zu verteidigen. Ist das nicht mal interessant, dass wir uns das vereinnahmen, wie das in der heutigen Welt gehandhabt wird? Ohrenbläser, Zischler,
Solche, die in geheimer Vertraulichkeit etwas Böses von ihrem Nächsten berichten, ohne irgendwelche Liebesabsicht, nur aus Neigung zur Klatschsucht? Diese ganzen Programme, wie sie zum Beispiel im ersten deutschen Fernsehen laufen, da Brisant oder sowas, diese ganzen Nachrichten von irgendwelchen wichtigen Leuten, angeblich VIPs oder was weiß ich, wie die nennen, halt Leute, die bekannt sind, ja, dieser ganze Klatsch, wenn man beim Friseur sich mal die Hefte anschaut, die da im Wartesaal rumliegen, oder beim Doktor, das sind doch alles nur Klatschzeitungen, ja, wo es nur darum geht, irgendetwas Böses von einem Nächsten zu erfahren, was ein anderer damit rumtratscht. Wenn das nicht heidnisch ist, dann weiß ich nicht, was heidnisch ist. Und das ist genau, was Karl Olof Rosenius hier erklärt mit dem Wort Ohrenbläser, das so in der Schlachterbibel ja nicht vorkommt. In der Schlachterbibel sind da ja andere Worte, die Gerüchte verbreiten, ist das hier genannt. In der alten Lutherbibel ist das halt als Ohrenbläser noch genannt worden. Und das ist genau der Punkt, den er hier analysiert. Also wir analysieren hier die verschiedenen Punkte aus dem 29. und 30. Vers, aber auf Basis der Lutherbibel, die ich ja bereits vorgelesen hatte. Ja, diese ganzen verschiedenen Worte, die wir da gerade eben gelernt haben. Ich wiederhole nochmal, alle zusammen. Ungerechte, Hurerei, Schalkheit, Geiz, Bosheit, voll Hasses, Mords, Haders, List, giftig, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, Hoffärtige, Ruhmrätige, Schädliche, den Eltern ungehorsame, unvernünftige, treulose, störrige, unversöhnliche und barmherzige. Verse 28 und 29. Und wir sind jetzt gerade bei den Ohrenbläsern angekommen. Wir sehen doch, dass wir in einer Gesellschaft leben, die voll von diesen Ohrenbläsern ist. Ja? Tratsch und Klatsch und Hauptsache etwas Schlechtes von seinem Nachbarn sagen zu können. Da geht es doch in der Gesellschaft, in der wir leben, hauptsächlich drum. Verleumder, fährt Karl Olof Rosenius fort. Verleumder oder Afterreder, also Afterreder heißt nicht Arschredner, sondern heißt Leute, die anderen schlecht hinterher sprechen. Verleumder oder Afterreder sind hier im Gegensatz zu den vorhergehenden solche, die auch öffentlich die Menschen mit bösen, lügnerischen Beschuldigungen schmähen. Macht den Punkt ja im Grunde noch deutlicher, den ich gerade eben in diesen Klatsch- und Tratsch-Magazinen im Fernsehen und in Zeitschriften gemeint habe. Ohrenbläser und Verleumder. Gottesverächter. Tja, das sind eigentlich Gottesfeinde. Das war der große Hauptzug in der Gesinnung der Heiden, wie zuvor in diesem Kapitel gezeigt ist, dass sie nicht Gott so liebten, wie sie ihn heilig und gerecht zu sein verstehen konnten. Da es jedoch hier in der Reihe verschiedener Sünden vorkommt, so bezieht es sich ohne Zweifel auf jene erleuchteteren Sündensklaven, die in ihrem Gewissen mehr von Gottes Gesetz und Drohungen wussten und darum insbesondere gegen Gott erbittert waren, wie der Apostel in Kapitel 8, Vers 7 bemerkt, in Römer ist das hier, dass, Zitat, fleischlich gesinnt sein eine Feindschaft wider Gott ist. Sintemal ist dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Ende Zitat. Ja? Fleischlich gesinnt sein eine Feindschaft wider Gott ist. Die Liebe zur Welt ist Feindschaft mit Gott. Gerade das, dass der Mensch die Forderungen des Gesetzes Gottes kennt, sie jedoch nicht erfüllen kann, erregt in ihm eine Bitterkeit gegen Gott, der das Gesetz gab. Das ist die Höhe der Bosheit des Menschen, dass er Gott hasst. Und es ist die Weise, in der die Sünde durch das Gute, nämlich durch das Gesetz, den Tod in mir bewirkt. Wie der Apostel in Kapitel 7, Vers 13 sagt. Frevler oder Schmäher, die übermütig und frech andere behandeln. So ist die Bedeutung des Wortes im Allgemeinen. Hier jedoch haben wir Anlass, in den Gedanken des Apostels einen Zusammenhang zwischen
Gottesfeinden und Frevlern anzunehmen und dass er mit den Ersteren, also Gottesfeinden, insbesondere an die Feindschaft wider Gott dachte, die unter den römischen Kaisern in den Verfolgungen gegen die Christen ausbrach. Als das Christentum sein Licht zu verbreiten anfing, wurden viele in ihren Gewissen beunruhigt. Dadurch entstand auch der innere Streit und die Bitterkeit gegen Gott und das Licht des Evangeliums, so dass sie zu Frevlern oder Schmähern des Heiligen wurden. Der besondere Anlass, den Gedankengang des Apostels so zu verstehen, ist der, dass er im 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 13, wo selbst er von sich selber als von einem Verfolger des Volkes Gottes spricht, dasselbe Wort anwendet und sagt, dass er ein Schmäher gewesen sei. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 13. Da müssen wir das mal eben aufschlagen. Das muss ich mal eben in meiner Bibel nachschauen. 1. Timotheus habe ich letztens noch in meiner Bibelstudie gehabt. Was war das jetzt? Was hatte ich gesagt? 1. Timotheus 1, 13. Also, die Bibel sagt, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Hier spricht der Apostel Paul von der Zeit, wo er noch Saulus war. Ja? Saulus und noch nicht Paulus. Vor seiner Bekehrung war er ein großer Verfolger der Christenheit. Und das ist genau der Punkt. Der besondere Anlass, sagt Rosenius hier, den Gedankengang des Apostels so zu verstehen, ist der, über Gottesfeinde gesprochen, ja, ist der, dass er in 1. Timotheus 1, 13, wo selbst er von sich selber als einem Verfolger des Volkes Gottes spricht, dasselbe Wort anwendet und sagt, dass er ein Schmäher gewesen sei. Hoffärtige, das nächste Wort, das in der Aufzählung in Versen 8 und 29 vorkommt. Hoffärtige, das sind solche, die sich über andere erheben, wegen einiger wirklichen oder vermeintlichen Vorzüge. Es spielt keine Rolle, ob ich wirklich, zwischen Anführungszeichen, besser bin als der andere oder ob ich das nur meine, wirkliche und vermeintliche Vorzüge. Ich kann mich nicht über meinen Bruder erheben, zumindest nicht nach dem Gesetz Gottes, nicht über einen Bruder in Christus. Da gibt es keine Hierarchie. Wir sind alle gleich auf derselben Stufe. Wie Martin Luther es sagte, wir sind alle Priester des Evangeliums. Alle auf derselben Stufe. Ja? Keiner steht höher als ein anderer. Auch ein Bischof in der Kirche steht nicht höher. Er übt ein Amt aus, aber er ist nicht in einer Hierarchie höher. Die Hierarchie ist ganz einfach. Jesus Christus ist das Haupt und wir sind die Glieder des Körpers. Jesus Christus ist der Kopf und wir sind die Glieder seiner Kirche. Wir sind ihm unterstellt, aber nicht untereinander. Euer Finger ist doch genauso viel wert wie euer Zeh, oder? Eure Leber genauso viel wert wie die Niere und das Herz und die Lunge. Das Auge ist so viel wert wie das Ohr. Die Zunge so viel wert wie das Auge. Die Glieder sind gleich. Hoffärtige, das sind solche, die sich über andere erheben, wegen einiger wirklichen oder vermeintlichen Vorzüge. Sich gegenüber meinem Bruder erheben, ist eine Sünde und macht mich hoffärtig. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ruhmrätige ist der letzte Punkt, mit dem ich die Lesung heute zum Abschluss bringe. Wir fahren dann nächstes Mal mit den letzten Punkten fort. Ruhmrätige, prahlerische, die mit dem prahlen, was sie nicht besitzen. Ja, die Vorzüge darüber, oder die Beispiele darüber sind wohl mannigfaltig in der Welt, in der wir leben. Muss ich ja noch nicht einmal anführen. Aber mit den nächsten Worten werde ich nächstes Mal fortfahren, denn da habe ich mir auch noch ein paar Kommentare zu aufgeschrieben und schließlich sind wir nicht mehr so weit vom Ende entfernt, aber heute sind wir schon bei fast einer Stunde der Lesung angekommen. Und deswegen möchte ich hier diese Lesung damit beenden und möchte uns nochmal eben in Erinnerung rufen, dass sowohl in diesem Buch Kommentare zur Bibel als auch in dem Buch von Karl Olof Rosenius ganz deutlich wird, dass Römer 1
uns davon erzählt, was die Strafen Gottes sind, wenn wir uns gegen ihn kehren. Und wir kehren uns gegen ihn, wenn wir seine Gebote brechen. Wenn wir das erste Gebot brechen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wenn wir das zweite Gebot brechen, du sollst dir kein Bildnis machen von etwas im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde. Wenn wir das dritte Gebot brechen, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht in, wie heißt das jetzt, weiß ich gar nicht, nicht missbrauchen. Missbrauchen war es. Viertes Gebot, du sollst den Sabbat heiligen. Fünftes Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Sechstes Gebot, du sollst nicht töten. Siebtes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Achtes Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich in der richtigen Reihenfolge hier bin. Ich muss das mal nachschauen. Ich sage das hier so aus dem Gedächtnis auf. Wahrscheinlich bin ich in der verkehrten Reihenfolge. Die ersten sieben hatte ich wohl richtig. Na? Aber dann heißt es halt, du sollst nicht stehlen, ist das achte. Und dann, du sollst kein Falschzeugnis reden gegen deinen Nächsten, das neunte Gebot. Und das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. Du sollst es nicht begehren, das heißt auch zugleich keinen Neid haben. Und Neid, da hatten wir ja gerade eben drüber gelesen in dem Buch. Das Neid, das kam ja auch vor. Neid und Geiz. Ja? Das sind zwei Dinge, die hier aufgeführt wurden. Geiz oder dass der Mensch von seiner Begierde nur zu gewinnen und zu besitzen beherrscht und getrieben wird, ohne Rücksicht auf das wirkliche Bedürfnis für die Lebenslage, in die man gestellt ist. Ja? Also Geiz und Begierde, das hängt ganz deutlich miteinander zusammen. Und Begierde, zum Abschluss, ist etwas anderes als Eifersucht. Aber das hatte ich ja schon mal erklärt. Damit kommen wir zum Ende der siebten Lesung mit dem Titel Ist Sodomie heilbar? Und ich denke, dass jeder, der diese Lesung aufmerksam verfolgt hat und selber sich die Bibel zur Hand genommen hat und mit mir verfolgt und gelesen hat, was ich gelesen habe, zu dem Verständnis kommen kann, dass Sodomie heilbar ist, dass Sodomie eine Strafe Gottes ist und dass sie heilbar ist, durch sich zu bekehren, durch Buße zu tun, sich dem Herrn anzuvertrauen, ihm seine Sünden zu beichten und um Vergebung derselbigen zu bitten und dann man sich an das Gesetz halten kann und durch sich an das Gesetz zu halten, gibt man Gott die Ehre, die er von uns verlangt. Und dann werden solche Strafen wie Sodomie auch von uns genommen. Es geht. Man muss sich nur zu Gott bekehren und diese gerade von mir aufgezählten 10 Gebote in der Hinsicht halten. Weil wenn ich die Gebote nicht halte, dann bin ich gottlos. Und wenn ich gottlos bin, ja, da geht das ganze erste Kapitel der Römer über. Und da lesen wir nächstes Mal weiter. Maranatha.